die heiße Phase geht jetzt los. Wie ist denn gerade die Stimmung bei euch in Berlin? Naja, also ich muss sagen, die Stimmung ist glänzend. Wir haben jetzt 1200 aktive Mitstreiterinnen und Mitstreiter in den Kiez-Teams, das sind also die örtlichen Stadtteilgruppen organisiert. Alle sind heiß drauf, dass es endlich morgen losgeht. Eigentlich geht es nicht morgen los, sondern schon heute Nacht. Wir öffnen hier das Orga-Büro, wo Materialien abgeholt werden können, ist bis 24 Uhr heute geöffnet und dann können schon die Ersten kommen und unterschreiben. Und hier werden ununterbrochen Flyer, Plakate, Flugblätter, Unterschriftenlisten ausgegeben. Also eine ausgezeichnete Stimmung, wie ich sie, ich bin ja schon etwas älter, seit 50 Jahren nicht erlebt habe. Also die Stimmung ist gut. Jetzt habt ihr 4 Monate Zeit, um 170.000 Unterschriften zu sammeln. Das sind ja durchschnittlich, je nachdem wie man rechnet, vielleicht so ungefähr 1.500 pro Tag. Wie wollt ihr das denn dann eigentlich machen? Also zunächst einmal ist es so, dass es mehr als 1.500 sind. Das sind ja immer 20% ungültig. Wir gehen mal aus, dass wir 240.000 Unterschriften sammeln müssen. Wir werden auf vielerlei Ebenen operieren. Zunächst einmal haben wir täglich überall, und das fängt morgen schon an mit 12 Kundgebungen in Berlin, mobile Sammelteams, die in allen Kiezen Berlins unterwegs sind. Das ist bestens organisiert. Dann kann man natürlich auch das Formular runterladen und dann unterschreiben und abgeben. Und dann werden unsere Bündnispartner IG Metall, Verdi, der Berliner Mieterverein, die GEW und viele, viele andere werden das Unterschriftsformular ihren jeweiligen Zeitungen beilegen und per Mail verschicken und so. Also wir haben ganz viele Kanäle, auf denen wir operieren. Ihr habt ja in den vergangenen Monaten Kiez-Teams aufgebaut, die jetzt auch diese Unterschriften sammeln sollen. Wie habt ihr die denn aufgebaut? Und vielleicht als anschließende Frage, wie können sich Leute daran beteiligen, wenn sie jetzt noch mitmachen wollen? Ja, also die Kiez-Teams, wir haben damit im Oktober, November angefangen und die Resonanz war unglaublich, so dass sich in den verschiedenen Kiez-Teams sehr viele Leute organisieren. Man kann auf unsere Webseite gehen und da mitmachen und dann kommen die ganzen Kiez-Teams, da schreibt man einfach eine Mail hin und dann wird man sofort eingeladen. Das findet natürlich immer online statt, diese Veranstaltungen und so. Die Kiez-Teams treffen sich meistens jede Woche, aber es gibt auch Unter-Kiez-Teams, zum Beispiel in Kreuzberg, wo ich jetzt hier sitze, haben wir 6 Untergruppen nach Postleitzahlen geordnet. Jetzt ist das natürlich in erster Linie interessant für die Berliner und BerlinerInnen, aber ja nicht nur die MieterInnen in Berlin schauen jetzt auf diesen Volksentscheid, sondern ja wahrscheinlich die MieterInnen deutschlandweit und vielleicht ja auch noch darüber hinaus. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Menschen aus anderen Städten, die das eine gute Sache finden, da zu unterstützen oder in irgendeiner Form auch mitzumachen? Naja, zunächst einmal ist es so, dass wir uns natürlich immer über Spenden freuen. Wir haben zwar sehr viele Spenden eingesammelt, aber unser Materialausstoß ist gigantisch. Wir hatten ja letzte Woche eine Plakatkampagne, wo wir in einem Abend oder an einem Tag, den Samstag, insgesamt 40.000 Plakate in ganz Berlin geklebt haben. Es kostet natürlich Geld. Und zweitens ist es so, wir werden im Mai, solange es Corona zulässt, Interessierte nach Berlin einladen. Da wird es ein Camp geben, wo Workshops stattfinden und natürlich auch gemeinsam gesammelt wird. Und da werden wir ins Bundesgebiet einladen. Und ich weiß auch, dass es insgesamt morgen 22 Solidaritätsaktionen in anderen deutschen Städten gibt. Also vor allen Dingen in den großen natürlich. Okay, also wir können gespannt sein, was morgen noch so passiert. Du hast gerade auch schon angesprochen, am Wochenende wurden 40.000 Plakate verklebt. Da ist es ja auch in einigen Teilen zu einem Polizeieinsatz gekommen, wo die Polizei die Plakatierteam sozusagen behindert hat. Was genau ist da vorgefallen? Naja, man muss wissen, dass Plakatieren in Berlin ein Gewohnheitsrecht eigentlich ist. Es wird immer plakatiert. Es gab 2 Kontrollen und Anzeigen wegen Sachbeschädigung und angeblich auch Anzeigen bei einem Team Anzeigen wegen des Infektionsschutzgesetzes, aber das Infektionsschutzgesetz ist in bestimmten Fragen ausgehebelt für Wahlkämpfe und Volksbegehren. Der Sache sehen wir ganz gelassen entgegen. Allerdings hat heute die CDU im Berliner Abgeordnetenhaus eine Aktuelle Stunde zur Plakatieraktion einberaumt.
Und man muss sagen, die Reaktion der Immobilienlobby, insbesondere in den sozialen Netzwerken, ist gigantisch. Die schäumen vor Wut, dass es uns diese gelungen ist, 40.000 Plakate in einem Tag zu verkleben. Also die sind hysterisch geworden und rasten komplett aus. Da bringst du mich gleich schon zu der nächsten Frage, nämlich was machen eigentlich die politischen GegnerInnen? Die FPD will ja jetzt wiederholt versuchen, den Artikel 15 aus dem Grundgesetz zu streichen. Das ist der Artikel für Enteignungen. Die CDU schäumt scheinbar auch. Ja, was geht da gerade vor in Berlin? Ja, das ist heftig. Also es ist eine wirklich heftige Auseinandersetzung. Die CDU hat heute eine Pressekonferenz gemacht, in der sie zum Thema Enteignung gesprochen hat. Die FDP lügt wie gedruckt. Die behaupten nämlich per sozialen Netzwerke und per Mail-Verteiler und per Öffentlichkeitsarbeit, wir wollen die Mieter und Mieterinnen enteignen. Also sozusagen, sie versuchen das umzudrehen. Das ist ungeheuerlich. Aber man merkt nur daran, wie nervös die sind. Dass es uns gelungen ist, sie zur Reaktion überhaupt zu veranlassen, ist ja schon mal ein guter Erfolg und so. Ne? Das Hauptproblem ist natürlich im Moment politisch die SPD. Franziska Giffey, die designierte Spitzenkandidatin, hat sich gegen Vergesellschaftung ausgesprochen. Aber an der Basis der SPD gibt es sehr, sehr viele SPD-Mitglieder, die uns unterstützen. Das müssen die klären. Aber die Parteien des Kapitals, also CDU, FDP, rasten aus. Wie bereitet ihr euch denn da auf mögliche Angriffe vor? Was meinst du mit Angriffe? Naja, also solche Dinge wie jetzt die FDP, die sagt, hier würden MieterInnen enteignet werden, oder die CDU, die jetzt eine Aktuelle Stunde zu dieser Plakatieraktion macht. Wir haben eine sehr aktive Öffentlichkeits-AG, die twittert, Facebookt und Instagram bedient und jeden Tag dementsprechend auch reagiert. Wir machen Presseerklärungen. Wir werden ja morgen selber zum Start um 10:30 in Berlin eine Pressekonferenz durchführen, wo wir das nochmal zurückweisen wollen. Aber es ist klar, die nächsten Monate, eigentlich bis September zum Volksentscheid, wird diese Auseinandersetzung permanent sein. Und sie wird sicherlich auch medial ausgetragen werden, also in den Zeitungen. Es gibt einige Zeitungen, die sich absolut fair verhalten, die lassen uns zu Wort kommen, die lassen den Gegner zu Wort kommen, so soll es ja auch sein. Aber es ist heftig, vielleicht eine persönliche Bemerkung, ich bin ja seit 52 Jahren aktiv in der Stadt, politisch, so eine Heftigkeit und habe ich noch nie erlebt, wie sie jetzt im Moment vonstatten geht. Und es zeigt eben nur, es geht um etwas. Ja, das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Ich habe den Eindruck, dass die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen es geschafft hat, so eine Art von modernen Klassenkampf hier zu führen, anders als das vielleicht in der vergangenen Zeit in der Linken möglich war, wo entweder gar keine Klassenkämpfe mehr geführt worden sind oder sie eigentlich nur noch so folkloristisch glorifiziert wurden. Was für Bedingungen oder Voraussetzungen waren denn dafür notwendig, dass hier vielleicht auch so milieuübergreifend Klassenstandpunkte so gut herausgearbeitet werden konnten? Zunächst einmal ist es ja eine lange Zeit, wo wir die Kampagne vorbereitet haben, eigentlich seit 2017. Und natürlich hat das viel Überzeugungsarbeit gekostet. Und ich muss sagen, wir sind dann irgendwann übergegangen zu Organizing-Tätigkeiten. Das heißt, wir suchen Mieterinnen und Mieter in den Hochhäusern auf. Wir haben Strukturen in diversen Vororten aufgebaut und argumentieren immer wieder. Und als das möglich war, haben wir auch Versammlungen durchgeführt. Denn unser Ziel war ja genau, aus der linken Blase rauszukommen und an die breite Bevölkerung ran. Und das haben wir jetzt seit Januar intensiviert. Diese Gespräche, diese Aktionen auf der Straße, die Kommunikation mit der Bevölkerung und so. Aber das war ein sehr langer Prozess, bis das alles vernünftig sich gestaltet hat. Also die Kampagne Deutsche Wohnen enteignen bereitet sich vor, ab morgen in den nächsten 4 Monaten 170.000 Stimmen oder eigentlich noch ein paar mehr zu sammeln. Das war Michael Prütz von der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, es hat mir Spaß gemacht und ich muss vielleicht noch ein Wort zum Schluss. Es ist tatsächlich so, also mit trotz vieler Erfahrungen, die ich habe, nervös sind alle, aber hochkonzentriert. Das wird eine tolle Sache in Berlin.